Blut, Alghul-Knochenmark, ein goldener Rubinring und Monsterknochen. Noch irgendwas Spannendes hier. Ein Rubin und Asche. Und Kohle und Asche. Ja, wunderschön. Drumherum. So ein Ärger. Vom Sumpfle. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber Spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Du Blödmann. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Wow. Auf zum Zweikampf! Ja. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Wow. Aber nächstes Mal... Ja, was denn wohl? Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Alles klar, Ben, danke, dass du da warst. Tschüss, Ben. Schlaf gut. Hallo. Amara, die Tochter des Barons, ist in Ochsenfurt, alles klar. Aber erstmal reden wir natürlich mit dem Baron. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Schau
Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Du bist ja scheintot. Ah. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letztens... Mal hier sind. Wie sieht es denn da aus? 81, 74. Dann müssen wir einmal ganz kurz hier vorbeikommen. Was kann ich für dich tun? Nichts. Leb wohl. Du hast schon Urlaub. Wie kann ich helfen? Was arbeiten? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, und zwar möchte ich bitte von dir Reparaturen. So, alles reparieren. So, dann gehen wir nochmal auf Handel. Handel. Den verkaufe ich. Ach, schon wieder eine bessere Rüstung. Unglaublich. So, was hat er denn hier? Plus 1 Durchbohrung, plus 1 Zerschmettern und Aufschlitzen. Durchbohren, Zerschmettern und 2 Aufschlitzen Resistenz. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir noch eine kleine Quenglyphe. Dann nehmen wir noch eine kleine Irden. Und wir nehmen noch eine kleine Igni. Heimwerker-Enzyklopädie. Und pflege dein Schwertsoldat. Klar, Bücher lesen ist immer gut. So. Leb wohl. Du arbeitest eh zu viel. Wie kann ich helfen? So. Und zwar gehst du noch mal bitte... Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Verbesserungen entfernen. Verbesserung wird zerstört. Verdammt. Assassinenhandschuhe. Aber Level 12. Die sind nicht so gut. Level 11. Kann ich noch nicht tragen. Guck dir das mal einer an hier. Kavalleriehose plus 3. Ah, verdammt. Nochmal zurück. Leb wohl. Einmal das Inventar. So, wir ziehen mal den an. Und wir ziehen mal die an. Wie kann ich helfen? So, dann gehen wir nochmal auf Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. So, Handschuhe nicht. Die hat plus 3, also besser als das, was ich derzeit habe. Du brauchst noch Zwirren. So, dann machst du mal eine Hose. Wie sieht's denn hier aus? Alter Schwede. Okay, da bin ich gut da bedient. Auch alles, was ich brauche, zum Glück nicht sein.
Erstmal ein paar Sachen machen hier. Durchdrungene Scherbe. Das kann man so machen, ne? 600 PS Dienstwagen, meine Herren! Du sollst arbeiten und dich nicht um. Du sollst dich nicht umbringen, Mann. Aber viel Spaß dabei. Oh, wenn ich das zerlege. Ja, Verbesserung zurückgewonnen. Tralala. Das finde ich cool. Das ist natürlich sehr cool. Okay, man muss also die Sachen zerlegen, dann kriegt man das Zeugs wieder. So, das heißt, du kannst jetzt im Grunde... Was nehmen wir denn da drauf? Was hatten wir denn da vorher? Wir hatten da vorher Quen drauf gehabt, ne? Plus 2 Quen, plus 2 Erden, plus 5 Erden. So, erstmal ziehst du die Hose an und du ziehst die Stiefel an. Nein, die Stiefel waren schon okay. So, und jetzt Erden, Igni, Art, Quen. Ist ein ganz schöner Angeber, ne? Das weißt du, oder? So, dann haben wir alles wieder beieinander. Wir haben unsere kleine Glyphe gerettet. Wie kann ich helfen? Das heißt, wir können jetzt im Grunde... Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, das Auto ist schon geil, absolut. So, die Nilfgaardische Hose behalten wir auf jeden Fall. So, was hast du sonst noch? Jägerhandschuhe, Rüstung 4. Kleine Quenglöfe zum selber machen. Okay. So. Handwerk. Ja klar, kannst du dich auch freuen. Sollst du dich auch freuen. Ich finde das cool. Ich finde das cool. Was brauchen wir denn hierfür? Wir brauchen hierfür eine kleine Glyphe der Durchdringung und Saphirstaub. So, und du brauchst... Alles klar. Also ihr braucht alle durchdrungenen Staub und kleine Glyphe der Durchdringung. Okay. Durchdrungener Staub. Monsteressenz und pulverisiertes Monstergewebe. Aha.
So, müssen wir wieder zerlegen. Na, super. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich brauche. Mann. So, was will er haben? Durchdrungenen Staub und eine kleine Glyphe der Durchdringung. Die brauchst du überall. Wie macht man eine kleine Glyphe der Durchdringung? Ach, da gibt es ein Schema für, okay. Glyphe der Durchdringung. Das sind alles die Runensteine hier. Kleine Glyphe der Durchdringung, da wird sie hergestellt, siehst du? Ah, alles klar. So, du brauchst noch ein paar Vogelfedern. Ja, einmal noch. So, jetzt fehlt uns nur noch Monsterblut und Gründe. Alles klar. Okay, wir haben kleine Glyphen der Durchdringung. So, wir brauchen jetzt aber noch etwas Saphirstaub. Wir brauchen noch mehr Durchdrungenstaub. Okay. Wie war denn das noch mit diesem durchdrungenen Staub? Wie ging das denn nochmal? Durchdrungener Staub wird hergestellt aus pulverisiertem Monstergewebe und Monsteressenz. Pulverisiertes Monstergewebe. Habe ich hier nicht drin. Monsterherz und Monsterblut, Wolfsleber, Algulknochenmark, Monstergehirne, Monsteraugen, Nekrophagenhaut. Die zerlegen mal. Neckerherz, Wolfsleber. Wo habe ich die jetzt? Neckerherz, Geisterstaub. Wo ist das Monsterherz jetzt? Müsste das nicht hier irgendwo jetzt rumfliegen? So ein Monsterherz müsste doch jetzt hier eigentlich drumherum fliegen, oder? Genius-Essenz, Kohle, Draht.
Da ist kleine Glyphe der Durchdringung. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie Monsterherz hier. Gerade nicht. Oh, warte mal. Durchdrungener Staub. Pulverisiertes Monstergewebe. Handwerkszutat. Wo kriege ich denn bitte schön pulverisiertes Monstergewebe her? Wo kriege ich die her? Ich hätte jetzt gedacht, dass die hier irgendwo rumfliegen würden. Also, ich bräuchte im Grunde eher nur Monsterfleisch. Leb wohl. So, jetzt gehen wir mal selber kurz hier rein. Wir gehen mal bei uns in die Alchemie. Absude. Alter Waldschrat-Absud. Doppler-Absud. Erzgreifen-Gabelschwanz. So, eben kurz den Filter. Den jeweils hergestellten machen wir mal raus. Alchemistische Substanzen. Ist nichts bei. Alkohol, Bomben. Schwarzes Blut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Gut. So, dann haben wir hier Okroidenöl. Machen wir mal. Vampiröl machen wir auch mal. So, für das Gift der Erhängten brauchen wir noch Arenaria. Change ist hier. Moin, Zange. Ich grüße dich. Wunderschönen guten Abend. Ich brauche noch mehr Misteln für Reliktöl. Misteln und Arenaria. Und Alraunenwurzel. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwo... Moment, sortieren. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier irgendwo... Weinstein, Monsterleber, Monsterherz. Ich hab doch Monsterherz, habe ich doch da fürs Handwerk. So, und wenn ich jetzt nochmal aufs Handwerk gehe, Moment, habe ich noch welche Punkte? Ich habe noch Punkte, die ich vergeben kann. Wie gut ist das denn? Ah, sehr schön. Ding, ding, ding. Hier kann man nichts mehr drauf machen, das ist schon maximiert. Aber hier können wir noch was machen. Wir könnten die Rüstungsschmelze. So, aktuelle Stufe. Wir sind bei 3 von 3. Explodierender Schild. Also besser geht da momentan eh nicht.
Magische Falle. Das war der Art. Den nutze ich auch ganz gerne. Den Igni nutze ich auch ganz gerne. Der geht bis 3 und der geht bis 5. Komm her, dann machen wir den Art. So, dann haben wir den Punkt auch verteilt. Alchemie, Handwerk. So, Handwerkszutaten. Angereicherte Dimeritiumplatte. Geerdetes Holz, geerdetes Leder, Grüngoldherz, Harz. Kleine Glühfederdurchdringung, habe ich genug von. Also ich muss gerade mal ein bisschen durchgucken, was wir alles noch haben. Weil irgendwie bin ich gerade so ein bisschen am gucken, wo ich das noch ein bisschen hübscher machen kann alles. Ah, ich hätte gerne hier, ne, Glanz oder sowas gemacht. Kann ich erst ab Stufe 12 nutzen. Ich bin jetzt bei Stufe 8, also deswegen ist das halt eine rote Zahl davor. Ist schon geil. Aber nee, ne? Nee, dann muss ich das erstmal so lassen, ne? Kann ich ja momentan so ganz machen erstmal. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Ja. Ich sag euch, wo die Beute ist. Du hast einen Beruf. Deine Kumpels haben die das Beute bedeutet weniger. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Keine Zeit. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Das wird aber auch Zeit. Hier ist nichts für dich. Jetzt bist du wieder so unfreundlich, ne? Erst so, ja, wir müssen mal reden, dann auch immer, hier ist nichts für dich. Ja, super. Denn. Na, alter Mann. Nicht mehr viel, ne? Aber da ist noch eine Truhe. Na, da haben wir einfach noch mal ein Auge rein, ne? Lunz, Eisenerz, Holz, kleiner Swarovski-Runenstein. Oh, Swarovski-Kristalle auf dem Handy. Wie cool! Nilfgaardisches Langschwert und ein Short-Abzug. Was immer der Short absolut wieder anstellt. Ohne ein Geräusch. Was war?
aber das hat ihn nicht interessiert. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Das kann ich noch nicht garantieren, dass euch das Böse verschonen wird. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Wollen wir ein paar Milchmädchen melken? Später, später. Später. Ist nicht einfach. Überhaupt nicht. So, erstmal ein bisschen zuschlagen hier, ne? Baroni. Hier, ich habe ein paar Blumen für dich gepflückt. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Das ist ein Stiefmütterchen. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die Gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Ich bin zu gut für diese Welt. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. Ja, in hätte, diesem hätte, schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Hätte, Fahrradkette. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ja, super. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Wir werden noch über sie reden, keine Sorge. Aber jetzt erzählst du mir von Ciri, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben.
Ciri, komm. Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Geht dir eigentlich nichts an, ne? Aber hey, komm, ich hab mir geholfen. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wow. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. Wow. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los.